Nächste Station, Bestensee. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Moin, wir sind heute wieder in der Sächsischen Schweiz unterwegs. Und wieder auch in der Nähe von Stadt Wehlen. Ich wollte mir mal das Gebirge relativ hinter, ich weiß nicht, je nachdem wie man sieht, hinter den rauen Steinen mal anschauen. Ich blende es hier einfach mal ein. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das hieß, wenn es überhaupt einen richtigen Namen hat. Und für 4,30 Euro von Dresden aus kann man eigentlich nichts falsch machen, dachte ich mir. Und das ist eine ganze Ecke günstiger, als wenn ich bis nach Schmielkau und Schöner fahre, wo auch eigentlich die meisten Leute unterwegs sind. Das ist dann halt, nee, nicht so toll. Und bisher bin ich sehr zufrieden. Ich bin am Dienstag wieder hier. Aber was heißt wieder? Also mitten in der Woche wieder hier. Bisher nur zwei Menschen Seelen begegnet und das war in der Nähe vom Ort, also von Stadt Wehlen. Der Ort, wo der Bahnhof ist, hieß anders. Egal. Da auf jeden Fall nur zwei Leuten begegnet, ansonsten jetzt hier seit ein paar Stunden keiner Menschenseele. Und ich versuche ja jetzt auch diese wilderen Wege zu finden. Und das ist gar nicht so einfach. Und das ist genau deswegen nicht so einfach, weil die Wege sind teilweise so verkommen, so zugewuchert und versteckt. Man muss sich das so auf diesem Kartenmaterial so langsam Stück für Stück zusammenklamüsern, wie so eine Detektivarbeit, damit man teilweise diese Wege hier findet, die irgendwann mal Wanderwege waren, aber anscheinend jetzt nicht mehr. Und wie André schon öfter festgestellt hat, schmeißen sie dann ordentlich Holz und Äste und Bäume und alles Mögliche da auf diese Wege rauf. Aber gut, sobald man sie einmal entdeckt hat, erahnt man dann so ein bisschen den Pfad, wo es da weitergeht. Nicht immer einfach, aber es geht. Jetzt habe ich hier so eine schöne kleine Ecke gefunden. Ist gerade geschützt vor Schnee, weil ab und zu schneit es. Und das, obwohl hieß kein Niederschlag, also gar nichts, weder Schnee noch Regen und teilweise sonnig. Und naja, ich sag mal, sonnig sieht anders aus. Mich stört es jetzt nicht, aber das ist wieder ein sehr langweiliger Himmel. Aber lässt sich nicht ändern. Mal schauen, wo uns die Reise hinführt. Sehr geehrter Wetterbericht, ich weiß nicht, was du unter teilweise sonnig verstehst, wenig Wolken, kein Niederschlag und wenig Wind. Aber das ist hier gerade alles andere als teilweise sonnig. Keine Wolken und kein Wind. Oh. Ich habe euch aber noch gar nicht diese schöne Aussicht hier gezeigt. Das ist übrigens laut Wetterbericht teilweise sonnig. Also, diese Wolken werden als teilweise sonnig interpretiert. Ich weiß ja nicht, aus welcher Welt dieser Wetterbericht kommt. Ah, mir frieren die Hände weg. Aber es ist schön hier. Sächsische Schweiz ist immer schön. Und tut mir leid, dass es so ein chaotisch gerade ein bisschen ist. Oh, was ist da für ein Turm? Seht ihr diesen Turm? Sehr interessant. Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Da bin ich irgendwann mal vorbeigekommen. Das war ein Abenteuer. Also, da oben hätte ich nicht keine Sekunde länger verbringen können. Sobald man am Rand war, wo der Wind durchzieht. Meine Güte. Das war ein Spaß, ey. Hier geht's wieder halbwegs. Hier ist es nicht so windig zwischen den ganzen Bäumen und ein wenig am Fuße vom Berge. Alles wieder okay. Aber da oben, oh, Hölle, Hölle, Hölle. Juli, bewege mich gerade parallel zu diesem einem Hauptwanderweg. Ich werde es mal da einblenden, welchen Weg ich hier meine. Und bisher immer noch keiner Menschenseele begegnet. Ist recht ruhig, bin auch ganz froh drum, weil da muss niemand meine Klageworte mitbekommen, wenn ich sage, wie kalt das hier ist. Der Unterschlupf wäre jetzt nicht schlecht, ey. Diese majestätischen Felswände. Oder Kalksandsteinwände. Und ja, hier ist eine ganze Menge an Bäumen im Weg, aber ich denke, es wird halbwegs klar. Vor allem diese Wand da. Das
sieht besonders spannend aus. Die. Das ist wie eine Säule. Also eine kantige Quadersäule. Mal gucken, ob ich es besser aufs Bild kriege. Ich hoffe, man sieht es jetzt ein bisschen besser. Es sieht aus wie so ein Quader, das Dreieck hier. Wahnsinn. Wie aus einem Guss. Da oben lebt noch so ein Kopf dran. Ja. Mit etwas Fantasie. Dicke Nase. Ob es da irgendwie weitergeht dazwischen? Tja, ich würde sagen, finden wir es heraus, ob es dazwischen weitergeht. Also, ich würde sagen, man könnte es zumindest versuchen, ob es in dieser Spalte da hochgeht. Sieht vielversprechend aus. Aber ich gucke zur Sicherheit mal auf der Karte. Ich weiß ungefähr, wo ich bin. Ist ja überhaupt nicht. Überhaupt nicht eng. Oh, die Waschmaschine wird sich freuen. Oh. Oh. Okay. Nicht so einfach. Bin ich hier wenigstens windgeschützt, regengeschützt, schneegeschützt, alles geschützt. So muss ich bloß noch in diese Richtung da hoch. Oh, das sieht nach einem ganz schönen Aufstieg aus. Leute, ich glaube, das ist die anstrengendste Tour, die ich hier in der Sächsischen Schweiz hier und dann nochmal bei dem Wind und Wetter. Ich sehe jetzt schon aus wie Sau. Gut, ich denke, wir sehen uns um. Ja. Gucken, kriege ich das noch? Da. Okay, das ist ein bisschen. Moment. Da geht's noch hoch. Das wird ein Spaß, sage ich euch. Ach, Leute. Die Hälfte geschafft. Was ihr nicht seht ist, muss ich ja hochklettern wie so ein einarmiger Bandit, weil in einer Hand habe ich das andere Stativ. Ich habe ja zwei Stative mit. Übrigens, da ist das Loch, wo ich gerade drin war und hochklettern musste. Diese weiße, überbelichtete Fläche, da kann man mal ruhen und dann geht es hier wieder steil hoch. Und jetzt muss ich noch hier, da und irgendwie da hoch. Ach, ich mache kurz Pause. Ach, Leute, Leute, was macht ihr mit mir? Da bin ich jetzt hoch. Erfolgreich. Das ist eigentlich eine Stiege, die meiner Meinung nach sehr gut machbar ist, aber nicht, wenn man 16 Kilogramm Gepäck dabei hat. Und ein Stativ in einer Hand halten muss. Uah. Jedenfalls, wie ihr wahrscheinlich gerade mitbekommt, ich weiß nicht mal, ob man das Schnee nennen kann, aber es kommt gerade wieder ein bisschen was runter. Ist der Stabi an? Ja, der Stabi ist an. Das ist wieder so ein bisschen eine wilde Tour, ein bisschen scouten. Nur der Erkundung willen. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit. Man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist, wenn man mit so einem Ausblick belohnt wird. Mitten in so einen Schneesturm rein. Sieht aus, ey. Einen weißen Rucksack quasi jetzt. Und die Wege sieht man jetzt auch nicht mehr. Ist jetzt einheitlich alles schön weiß.
bei dem ganzen Schnee, Matsch und der Glätte. Mein lieber Scholli, ist das anstrengend, hier hoch und runter zu krepeln an den Hängen. Mann, Mann, Mann. Mach das bloß nicht nach. Mach das bloß nicht nach. Ich suche mir auch nur die Stellen, wo möglichst wenig passiert, wenn was passieren sollte. Würde euch ja gerne ein bisschen die Aussicht zeigen, aber keine Aussicht mehr da.